Das ist Ralf. Ralf hat eine Idee. Moment mal, Ralf. Benutzt du etwa immer noch Glühbirnen? Weil sie so schönes Licht machen und du noch welche hast? Aber Ralf, Glühbirnen und auch Halogenlampen verbrauchen voll viel Strom. Wenn sie 3 Stunden am Tag brennen, zahlst du für eine Glühlampe 19 Euro im Jahr und für eine Halogenlampe 14 Euro. Eine LED mit der gleichen Nutzung kostet dich hingegen nur 3 Euro. Das ist nicht nur günstiger für dich, sondern auch für die Umwelt. Denn CO2-Emissionen werden durch geringeren Stromverbrauch deutlich reduziert. Genau, LED ist die sparsamste Beleuchtungsart, die es gibt. Nein, LEDs sparen eben nicht am Licht. Sie machen ein genauso schönes und warmes Licht wie Glühbirnen. Gar nicht. Die Lampen, die häufig brennen und eine hohe Wattzahl haben, die tauschst du am besten als erstes aus. So sparst du am meisten Strom. Die alten Glühbirnen und Halogenlampen kommen in den Hausmüll. Energiesparlampen hingegen zum Wertstoffhof, da sie Quecksilber enthalten. Sie können auch beim Neukauf im Geschäft abgegeben werden. Beim Kauf einer LED-Lampe schaust du nach, welchen Sockel und welche Lampenform du brauchst. Es gibt mittlerweile für fast alle Lampenarten entsprechende LEDs. Dann entscheidest du dich für eine Lichtfarbe. Wichtig ist natürlich auch die Helligkeit. Die wird nämlich nicht mehr wie bei Glühbirnen in Watt, sondern in Lumen angegeben. Die Wattzahl zeigt aber weiterhin an, wie hoch der Stromverbrauch ist. Bei speziellen Leuchtstoffröhren, Halogenspots oder bei Lampen mit Dimmer empfiehlt es sich, die alten Lampen mit zum Fachhandel zu nehmen und sich beraten zu lassen, um die korrekte LED-Entsprechung zu bekommen. Unter Eco Top 10 findest du weitere Empfehlungen zum Kauf von LED-Lampen. Und Ralf, was ist jetzt mit deiner Idee?